Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 9. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine abnehmende Mondphase, bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und heute ist Halbmond. Und jedes Mal, wenn Halbmond ist, ist eine Spannung zwischen Sonne und Mond und diese Spannung ist spürbar. Es fehlt etwas, es fehlt die Gleichgewicht. Die Richtung, wo wir die Gleichgewicht finden, zeigt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Gespräche führen, kommunizieren, aber mit Leichtigkeit oder etwas betrachten mit spielerischer Art und Weise, Verbindungen suchen, Kontakte, Gespräche, etwas unternehmen, etwas entdecken in unserer vertrauten Umgebung. Wenn ich berechne die goldenen Schnittpunkt bei dieser Spannung, dann komme ich zu 3 Grad Wassermann. Das kann auch helfen, alles im Gleichgewicht zu bringen. Wieder die Leichtigkeit, wieder die Luftelement, die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zu Luftelement und die Ideen umsetzen, das Besprechen mit anderen oder etwas mit Humor nehmen, das sorgt für die inneren Harmonie, für die inneren Gleichgewicht. Nicht nur diese Spannung ist spürbar heute, sondern die Glücksplanet Jupiter ist stationär. Er bleibt heute stehen, dann beginnt die rückläufige Phase. Jupiter steht, bleibt stehen heute in Tierkreiszeichen Skorpion. Das fühlt sich so an, wenn heute alles so stehen bleibt, ist alles so unbeweglich, unsere Chancen, Möglichkeiten, das Glück bleibt einfach stehen. Und das kommt auch noch dazu. Also wir brauchen die innere Harmonie, wir brauchen ein Ausgleich. Die Luftelement hilft dabei, dass wir Ausgleich finden. Entweder aufatmen, von etwas befreien, dass wir mehr Leichtigkeit verspüren, sonst empfinden wir den Tag sehr bedrückend. Und verlieren wir die innere Harmonie, verlieren wir die inneren Gleichgewicht. Welche Einflüsse hat der Mond heute? Einmal Rastaban. Das ist der Kopf der Schlange. Natürlich, das kommt auch noch dazu, es ist kein Glücksstern, diese Rastaban, sondern vermittelt Verlust, Verletzungen, Wunde, verletzten Worten. Also, das kommt auch noch dazu, dieser Einfluss von Sternen. Nicht nur Rastaban beeinflusst die heutigen Mondbewegung, sondern auch Sabik. Das ist etwas Angenehmeres, weil Sabik befindet sich im Sternbild Schlangenträger und heißt übersetzt die Vorausgehende, dass wir etwas planen, was dann kommt. Oder wir etwas vorbereiten. Oder wir bleiben im Vertrauen, dass in den kommenden Tagen alles besser läuft als heute. Und dieser Sabik heißt die Vorausgehende. Aber nicht nur das, sondern dieser Stern befindet sich im Sternbild Schlangenträger. Und es ist nichts anderes als der Knie der Schlangenträger. Und das bedeutet auch nicht niederknien, niederbeugen, sondern eine Aufrechthaltung brauchen wir heute. Ras al-Hague bestrahlt auch die heutigen Mondbewegung. Das ist auch die Kopf, aber diesmal nicht die Kopf der Schlange, sondern die kluge Kopf von Schlangenträger. Das ist wie 2 Gedanken, grundverschiedenen Gedanken. Und natürlich bei den Schlangenträger liegt die Lösung.
Und die Geschichte dazu habe ich gestern im Tageshoroskop erzählt, was für wichtige Entscheidungen der Schlangenträger getroffen hat. Und hier kommen Einflüsse von außen, was unangenehm sein kann. Und wir sollen das auch gut überlegen, wie wir da reagieren und kluge Entscheidungen treffen. Wenn das nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil die Spannung spürbar ist, lieber warten bis morgen, bis diese Spannung vorbei ist und kommt alles in Bewegung, kommt alles im Fluss. Und heute können wir nur eins tun, alles mit Humor betrachten. Wir brauchen diese Leichtigkeit und so kommen wir den inneren Gleichgewicht wieder in inneren Harmonie. Und wie beeinflusst die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont nach unten. Diese Spannung, was zwischen Sonne und Mond entsteht, spüren wir alle, aber direkt sind auch die Fischengeborenen damit betroffen. Sie möchten etwas ins Licht bringen oder etwas klären oder etwas im Vordergrund bringen oder brauchen sie Anerkennung. Und das kommt nicht. Dadurch entsteht bei den Fischengeborenen eine gewisse Spannung oder Unsicherheit. Aber diese Spannung geht auch vorbei. Und wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock, dann verbessert sich das alles und kommt die Bestätigung. Ein bisschen Geduld noch. Und mit diesem Zeitqualität ist es nicht gut für die Fischengeborenen, etwas Neues beginnen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen haben Kraft und Mut, aber diese Spannung ist für uns jede spürbar. Dadurch sind die Möglichkeiten etwas eingeschränkt. Wichtiges Thema wird in die nächste Zeit sein, bei den Wiedergeborenen etwas im Vordergrund zu bringen, Anerkennung zu bekommen, etwas präsentieren, zeigen, in den Mittelpunkt zu sein, wahrgenommen zu werden, Gespräche führen und Thema Liebe, Partnerschaft ist auch sehr wichtig. Momentan ist die Kraft da und die Mut da, etwas zu verändern und die Hindernisse überwinden. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema, immer noch die Werte, Wertschätzung und die Finanzen. Sie fühlen sich ein bisschen unsicher und diese Spannung spüren auch die Stiergeborenen. Sie sollen ein bisschen geduldig sein, bis die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Dann verbessert sich schon die Situation und so kommen die Stiergeborenen zur Ruhe oder bekommen sie eine Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen können eine gute Hilfe sein für andere. Sie geben die Leichtigkeit, die Kommunikation, die Verbindungen, die Kontakte. Also die Zwillingsgeborenen können anderen helfen. Sie verspüren auch diese Spannung, auch wenn sie damit nicht direkt betroffen sind. Aber diese Leichtigkeit oder zuhören oder Gespräche führen, das ist sehr wichtig, weil das unterstützt anderen. Die Zwillingsgeborenen haben im Allgemeinen auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber in den kommenden Tagen und Wochen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Es ist auch nicht der richtige Augenblick, etwas Neues zu beginnen. Dazu sind die Umstände schwierig. Diese Spannung ist spürbar und ist auch nicht der richtige Moment, etwas Neues zu beginnen. Und das fühlen auch die Krebsgeborenen, weil sie haben einen sehr intensiven Bezug zu Mondenergie, weil Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen. In den kommenden Tagen spiegelt etwas im Leben, sie werden etwas wahrgenommen oder mit etwas bewusst sein. Also kommen Eindrücke
von außen in die kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben immer noch die karmischen Themen und viele Löwengeborenen suchen gerade ihren wahren Berufung. Die Mut ist da, die Kraft ist da, etwas zu verändern. Aber heute bei dieser Spannung und bei Jupiter, wo so stehen bleibt momentan, ist die nicht die richtige Zeitpunkt zum Handeln oder etwas Neues zu beginnen. Die Möglichkeiten sind gerade eingeschränkt, aber in den kommenden Tagen kommt schon etwas in Bewegung. Im Allgemeinen haben die Löwengeborenen Kraft und Mut und Glück in die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch unterwegs oder ein Vertrag. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen verspüren auch diese Spannung. Unsicherheit, Unklarheiten. Es ist schwierig, etwas zu klären. Und wenn die Jungfraugeborenen das zu schwer nehmen, natürlich ist nicht angenehm den Tag, sondern wir brauchen heute die Leichtigkeit. Etwas mit Humor betrachten und in den kommenden Tagen kommt schon in die Bestätigung, beruhigt sich das alles wieder. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen als Luftelement können natürlich andere unterstützen. Heute brauchen wir Luft zum Atmen, wir brauchen die Leichtigkeit und die drei Luftelemente, die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen, Wagengeborenen und die Wassermanngeborenen können gute Unterstützung sein für anderen. Und so ist auch bei Wagengeborenen, also etwas in Harmonie zu bringen und für anderen da sein in Umgebung, wenn sie verspüren, dass da Spannung da ist oder bahnt sich etwas an und es kommt zu Streit, dann können die Wagengeborenen selbstverständlich das harmonisieren und mit anderen Gespräche zu führen, dann kommt das alles in Ruhe. Etwas spiegelt das Leben für die Wagengeborenen, das ist die Liebe, Partnerschaft und die Gespräche. Es kommt nicht von alleine, sondern die Wagengeborenen sollen auf anderen zuzugehen, zuhören, Gespräche führen und Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen. So kommt alles im Gleichgewicht, so kommt alles in Harmonie. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, hier bewegt sich Jupiter, beziehungsweise heute bewegt sich nicht, sondern bleibt stehen. Und so fühlt sich auch an bei den Skorpiongeborenen, wenn alles so stehen bleiben würde. Aber ab morgen kommt wieder schon etwas in Bewegung und kommt auch wieder die Begeisterung, kommt auch etwas in Form, also nicht unsicher sein oder verunsichern lassen, weil heute etwas unbeweglich ist alles. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen verspüren auch diese Spannung. Mond, Sonne steht in Spannung und Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Aber die Kraft ist da und diese Hindernisse werden die Schützengeborenen auch überwinden. Was hilft, das habe ich erwähnt, die Luftelemente, die Leichtigkeit, die spielerische Art und Weise, die Humor, tolle Ideen, etwas witzig gestalten, dann kommen wir wieder in Harmonie, kommen wir wieder im Gleichgewicht. Im Allgemeinen haben aber die Schützengeborenen Glück, Glück in die Liebe, Partnerschaft, beruflicher Aufstieg, schöne Gespräche, auch wenn das nicht heute das Glückstag ist, aber es beruhigt sich wieder und kommt auch etwas in Bewegung und verbessert sich in den Tagen schon etwas. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben Wünsche, Ziele, Sehnsüchte und es sollen auch ernst nehmen, hier besteht eine Lernaufgabe und auch wenn da Einschränkungen da ist, auch wenn diese Spannung spürbar ist, das mit Leichtigkeit betrachten, auf diese Wünsche, auf diese Träume auch glauben und so kommt das alles in Harmonie. Die Gespräche können unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass die Steinbockgeborenen warten auf ein Nachrichten. Das kommt noch nicht. Es ist sehr mühsam, momentan etwas klären, Gespräche zu führen, andere überzeugen von etwas. Da sind die Einschränkungen momentan da. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen können als Luftelement
auch helfen für andere mit ihren Ideen, mit Humor, dass etwas in Bewegung kommt. Luftelementen halten alles im Gleichgewicht, in Harmonie und in Bewegung. Und so sollen sie auch aktiv sein, in der Liebe Partnerschaft haben, Glück auch in die nächste Zeit. Und auch gute Gespräche sind auch zum Erwarten. Und die Wassermann-Geborenen ist auch ein Aufstieg und sie sind gerade wahrgenommen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.